Ich bin Gregor und ich entwickle ganz allein Casebook 1899, ein Point-and-Click-Adventure, eine Detektivgeschichte. Ich bin als Spieler aufgewachsen, man sieht es auch am Spiel. Ich bin in den 90ern groß geworden mit den LucasArts-Adventuren, Point-and-Click-Adventuren allgemein und habe dann so ein bisschen eine andere Richtung genommen zum Game Design. Halt für mich war es immer wichtig, Geschichten erzählen. Ja. Ich wollte immer Geschichten erzählen, habe das halt erst in Buchform gemacht. Es gibt auch verschiedene Enden. Also für den ersten Fall gibt es 5 Enden. Man kann auch den Falschen verhaften. Wenn man total die Tomaten auf den Augen haben will, kann man auch sagen, ich sehe hier nichts Verdächtiges, das waren alles Unfälle. Und dann schließt man halt das Spiel so ab. Von den Click-Adventure kann ich mich so an Monkey Island, das waren so die ersten Sachen, wo ich mich dran erinnern kann. Ja. Und Baphomet Such, das habe ich halt auch. Oh ja. Das ist so Point-and-Click-Erfahrung von mir. Ja. Und wenn es so in diese Richtung geht, vom Baphomet Such und so ein bisschen, ja. Dann klingt das schon sehr gut, ja. Dass ich das auch spielen würde. Nee, Baphomet Such ist auch ganz viel mit drin. Also Baphomet Such ist wesentlich witziger natürlich. Aber zum Beispiel eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er alles kommentiert. Das ist ja auch so eine Geschmacksfrage, ob man das will. Und ich habe gesagt, unbedingt. Also ich möchte, gerade in einem Pixel-Art-Adventure macht es Sinn, weil jetzt, ich bemühe mich natürlich um hohe Lesbarkeit aller Artworks, aber manchmal sieht man Sachen doch nicht so, was macht er jetzt gerade? Und wenn er dann einfach sagt, ich öffne die Schublade, macht es doch mal ein bisschen klarer. Ja. Und ich fand das auch immer in Baphomets Fluch super. Ja. Das ist die Witwe des Verstorbenen. Der erste Fall ist halt eins der ersten Automobile in Leipzig, das in den Fluss gefahren ist. Und der Charakter Kommissar Kreiser muss halt rausfinden, war es ein Unfall, war es möglicherweise ein Mord oder was ist hier passiert sozusagen. Okay. Also ich gehe so relativ offen an die Fragestellung immer ran und lasse dann halt durch die Charaktere so ein bisschen entscheiden, wie es weitergeht. Also es ist sehr, sehr dialogbasiert, was halt auch einfach dadurch begründet ist, dass ich halt aus der Schriftstellerei eigentlich komme. Ja, klar.